Normalerweise passen hier mehr als 2000 Zuschauer rein. Doch in Corona-Zeiten ist an der Bayerischen Staatsoper nichts normal. Für die Premiere des Werks »Die Vögel« von Walter Braunfels sind gerade einmal 50 Opernbegeisterte zugelassen. Das ist total bedrückend, in einem so leeren Saal zu sitzen. Es ist traurig und trostlos. Wir sind hier wie in einer Probenatmosphäre, nicht wie in einer Theateraufführung, wie in einer Premiere. Es ist schon sehr beklemmend, hier zu sein. Es gibt eine gewisse Energie, aber von Publikum zu sprechen, zumal das Parkett völlig leer ist, das kann man nicht. Für uns ist das trotzdem ein Riesenglücksfall, dass wir noch wenigstens unsere Premiere spielen dürfen, bevor der Lockdown wieder beginnt in Deutschland. Im September hat das Opernhaus eine Sondergenehmigung der Bayerischen Staatsregierung bekommen. Vor 500 statt der in der Corona-Krise erlaubten 200 Zuschauer zu spielen. Voraussetzung war ein striktes Hygienekonzept mit Maske und Abstand. Es hat funktioniert. Das ist eine sehr sichere Situation hier gewesen. Und wenn ich feststelle, dass heute die ganzen Verkehrsmittel, die ganzen Supermärkte, die alles sozusagen besucht werden kann und das Theater, wo es eigentlich sehr, sehr überschaubar ist, wo es auch sehr diszipliniert ist, das finde ich und finden wir hier nicht verhältnismäßig. Es hilft alles nichts. Wie alle anderen Kultureinrichtungen muss auch die Bayerische Staatsoper im Lockdown schließen. Mindestens bis Ende November war das der letzte Vorhang.